Was geht ab, meine Z-Fighter aus Rio? Und wie ich es mir dachte, haben wir auf der globalen Version erstmal vorerst eine kleine Filler-Kampagne, will ich sagen. Soll aber nichts Schlechtes heißen, denn es gibt auf jeden Fall etwas zu tun. Deswegen schauen wir uns mal sofort alle Informationen und Details zu der neuen Campaign auf Global an, nämlich der Spring Training Special Campaign. Ähnlich wie auf JP eine kleine Filler-Campaign, sage ich mal. Denn man merkt es auch schon am Titel, es dreht sich so gesehen ums Trainieren, aber es gibt auf jeden Fall was zu tun, Freunde. Jedenfalls, die ganze Celebration ist jetzt live und geht bis zum 21. März. Nach dem 21. März sollte dann die nächste Celebration anfangen und ich sag's jetzt schon, in dieser Celebration gibt es keinen neuen Dokkan-Festival-Charakter. Der nächste sollte dann danach kommen. Sollte eigentlich, wenn man sich an die JP-Timeline hält, AGL Metal Cooler sein. Wenn nicht, also wenn etwas vorgezogen wird, könnte es Metal Cooler sein oder vielleicht die neuesten Charaktere auf JP, die Kid Goku und so weiter und so fort, glaube ich aber eher weniger, um ehrlich zu sein, aber nur damit ihr euch mal kurz im Sinne habt oder im Bilde habt, wie das Ganze jetzt funktioniert, weil das 4-jährige Jubiläum auf JP ist vorbei und das 4-jährige Jubiläum auf Global ist erst im Juli. Das heißt, jeder neue Charakter, der nach dem 4-jährigen auf JP online gekommen ist, kommt logischerweise auf Global vor dem 4-jährigen. Ein Beispiel: Kid Goku, der neu auf JP, wo heute auch online kam, der wird dann quasi auf Global logischerweise vor dem globalen 4-jährigen kommen. Damit ihr das grob im Kopf habt, ich will damit aber nicht sagen, dass er der Nächste ist. Ich denke eher, es wird Metal Cooler. Vielleicht wird auch Goku Black vorgezogen. Aber da wisst ihr dann spätestens am 21. März mehr, wenn die neue Celebration anfängt, Freunde. Es gibt neue Special-Missionen, die gucken wir uns auch gleich an. Dragon's Zone Sale geht live am 8. März um 7.30 Uhr unserer Zeit. Warum, gucken wir uns gleich an. Ein Girl Power Summon ist online, beziehungsweise ein Banner. Man muss da nicht unbedingt Summon-Mates sein, das sind nur quasi die Wifi-Charaktere. Ich würde das skippen, um ehrlich zu sein. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt einen oder anderen Charakter der neuen haben. Die zwei sind neu hier, Ribrian und Chichi. Gucken wir uns gleich näher an. Das Event von den Wifis ist zurück. Und zwar, also das Event von Ribrian, da kam eine neue Stage hinzu. Viele der Wifis haben einen Dokkan-Awakening bekommen, sorry. Das gucken wir uns auch gleich an. Radezeit-Event ist ebenso live, weil ein World Tournament noch bevorsteht. Dieses Event ist live und das Special Event von Free-to-Play Bulma. Falls ihr Free-to-Play Bulma nicht habt, kann ich es auf jeden Fall empfehlen, sie zu farmen, Freunde. Ich habe zu ihr auch ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne abchecken, wie man sie genau farmt, aber sie ist auf jeden Fall nützlich. Sei es zum Beispiel für Super Battleroid Stages und so und so fort. Sie ist echt gut als Free-to-Play Charakter. Das Story Event von Tarpinus ebenso live und hier haben wir jetzt was zu tun, Freunde. Prime Battle Vegeta. Der Free-to-Play LL Vegeta ist ab jetzt live und sein Event ist täglich online bis zum 4. April sollte das sein und bis dahin könnt ihr das quasi täglich machen und ihn farmen. Ich habe zu ihm ein Video gemacht, Freunde, in diesem Video gehe ich drauf ein, was ihr genau machen müsst, damit ihr ihn bekommt, wie ihr ihn awakt, um es richtig zu sagen. Und habe zu ihm noch ein Showcase gemacht in dem Video, könnt ihr euch gerne abchecken. Ich werde den Link ebenso in die Beschreibung setzen, um euch ein Bild zu machen, was der Boy drauf hat. Bei mir wird es ein Thema sein auf Global, in den Streams werde ich ihn farmen, Freunde. Der Streamplan ist in der Beschreibung, könnt ihr gerne abchecken, damit ihr Bescheid wisst, wann und wo wir live gehen. Und ich werde aber gleich darauf zurück zu sprechen kommen, wir gucken uns gleich die Event-Infos an und dann sage ich natürlich nochmal, was ihr genau machen müsst. Ein Legendary Summon kommt online, nämlich am 8. März um 7.30 Uhr auf Global, das von Super Saiyan 3 Goku, LS Super Saiyan 3 Goku, ich sage es jetzt schon mal, ist bis zum 21. März online, aber man muss da nicht unbedingt summon, Freunde, da würde ich eher die Stones sparen. Für kommende Banner. Da muss man nicht unbedingt rein. Wenn ihr natürlich LR Goku wollt, dann ist es eine Chance darauf. Wenn ihr an sich LR wollt, würde ich eher auf zukünftige Banner warten. Und hier muss man nicht unbedingt rein, bin ich ehrlich. Aber wenn ihr Sam wollt, wünsche ich auf jeden Fall sehr viel Glück. Das Story von dem GT Baby Saga kommt am 13. März live 7.30 Uhr, sowohl als auch dieses hier. Sowohl als auch das Bulma. Die Bulma Stage, um quasi Items zu farmen für das World Tournament. Denn ihr seht es schon, am 15. März gibt es ein World Tournament. Das 26. World Tournament auf der globalen Version geht am 15. März 7.30 Uhr live mit einem neuen World Tournament Charakter. Den gab es noch nicht. Auf Global kommt er quasi zuerst raus. Future Gohan. Ich bin echt drauf gespannt, was sie mit ihm machen. Denn die letzten World Tournament Charaktere haben mir auf jeden Fall gefallen. Damit ihr da Bescheid wisst, ein World Tournament steht auch bevor. Und dann haben wir noch quasi dieses World Tournament Support Pack, was da immer rauskommt mit dieser Pilaf Strophe. Aber Update 4.1.1 steht vor der Tür, Freunde. Wann wird das sein? Am Donnerstag. Am Donnerstag gibt es nämlich eine Wartung, Freunde. Donnerstag. Diese geht morgens von 5 Uhr bis 10 Uhr morgens unserer Zeit. Donnerstag, 7. März. Und dann wird quasi es eine App, ein App-Update geben. Und ja, sorry wirklich, es ist früh am Morgen, falls ich mich verspreche oder so. Ich versuche mein Bestes.
Da kommen dann quasi, da stießen wir auf JP auf, mehr oder weniger. Da kommt zum einen das neue Interface hinzu. Man kann dann in diese Schlüssel bekommen, die Schlüssel. Und mit diesen Schlüssel kann man dann quasi inaktive Events spielen. Das gucken wir uns aber alles am Donnerstag genauer an, Freunde, zum App-Update. Dann ja, das Homescreen wird optimiert, wie es hier dran steht. Interface ebenso. Man kann, da wird dann quasi angezeigt, 3 Tage vor Ablauf eines Events, dass es dann offline geht. Und so weiter und so fort, Freunde. Ein Claim-All-Button wird hinzugefügt zu den Missionen. Und mehrere Kategorien kann man dann quasi auch noch wählen. Aber wie gesagt, am Donnerstag gucken wir uns das dann genauer an, wenn das online kommt. Wie gesagt, das Banner von den Girls muss nicht unbedingt sein. Ihr müsst da nicht unbedingt sammeln. Wenn ihr sammeln wollt, die ersten drei Mutis sind jeweils 30 Stones. Revidan ist neu hinzugekommen. Peppy Girls Kategorie Leaderin, Keep Nusra, HP-Attack auf 100%. Ich würde aber nicht sagen, geht, ihr müsst da rein, um unbedingt Super Battle Peppy Girls zu schaffen. Natürlich sind ja die Wifi-Charaktere, das wäre ein Vorteil, aber nicht jedes in Peppy Girls. Die Chi-Chi sollte nicht in Peppy Girls sein. Sie bekommt auf den Angriff 180%, wenn sie Super Attack macht, aber wenn sie angegriffen wird, bekommt sie minus 60% auf den Angriff für 3 Runden. Also sie ist nicht mal in Peppy Girls. Da würde ich eher empfehlen, quasi guckt mal her, ob ihr einen der Charaktere habt, weil die haben ein Awakening bekommen ab heute mit 20 Medaillen jeweils. Gucken uns gleich an, aus welchem Event. Und die könnten machen es auf jeden Fall auch für die Peppy Girls Stage. Zumal es auch ein Free-to-Play Peppy Gods Leaderin gibt, nämlich Rebellion. Ihr Event ist jetzt live. Vorne Stage 1 bis 3 gab es schon immer. Auf Stage 3 droppt sie und Stage 4 wurde neu hinzugefügt. Da gibt es dann quasi die Medaillen, die ihr euch holen könnt. Und da haben diese Charaktere dann ein Awakening bekommen. Und sie ist zum Beispiel hier auch ein Peppy Gods Leaderin. Und die kann ich dann auf jeden Fall empfehlen. Also als Free-to-Play Peppy Gods Charakter kann man sie auf jeden Fall nutzen für die Peppy Girls Super Battle Road Stage, denn sie bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung pro Peppy Girls Mitglied 20%. Und wenn das komplette Team ja 7 Charaktere sind, sind wir bei 140%, ist auf jeden Fall gut. Zudem hielt sie sich um 8888 HP an Rainbow Orbs und genau ist wie gesagt eine Peppy Girls Stealerin. Und die Charaktere haben ja auch ein Awakening bekommen. Könnt gerne mal abchecken, was sie drauf haben. Die kann man wirklich nutzen für. Guckt einfach mal, ob, vielleicht habt ihr die Charaktere in den Charakterblocks liegen, irgendwann mal gezogen. Mit jeweils 20 Medaillen aus Stage 4 könnt ihr sie awaken. Und warum nicht, könnt ihr ein oder andere für Peppy Gold Stage nutzen. Aber schaut her, wer wirklich drin ist, weil beispielsweise Pan sollte auch nicht in Peppy Gold sein. Sie ist ja noch ein Kitty. Ist ja noch ein Kind. Und wichtig bei dem Event. Habt ihr eine erhöhte Jobrate mit Peppy Girls und Universe Survival Saga Charakteren? Heißt, wenn ihr diese Charaktere habt, nehmt sie mit auf die Stage und holt euch das Ganze, was ihr da braucht. Dann, wie gesagt, zu Prime Battle, dem Free-to-Play LR Vegeta, Freunde. Wie bekommt ihr ihn? Sein Event ist jetzt online, wie gesagt, vorerst täglich. Nach dem Ablauf wird es dann quasi an den Wochenenden live sein. Und zwar auf Stage 1 droppt dieser Vegeta. Und dieser Vegeta ist dann quasi der, den jetzt zum LR Awaken kommt, könnt zum LR Super Saiyan Vegeta. Es gibt eine 50-50%, also 50-50 Chance, 50%, dass er aus Stage 1 droppt. Wenn ihr erstmal quasi einen euch, also standardgemäß holen wollt, braucht ihr 14 Stück. 10 Stück, um einen auf SA 10 zu bringen, 4 Stück, um die Dupes von diesem zu öffnen. Okay? Dann braucht ihr 15 Medaillen aus Stage 2. 15 Stück. Die Medaillen droppen jedes Mal zu 100%. Heißt, ihr müsst dieses Stage 15 Mal machen. Dann könnt ihr ihn awaken zu der TOR-Version. Das ist dieser Junge hier. Dann braucht ihr aus Stage 3 777 Medaillen, um ihn zum LR zu awaken. Dann wird er zu LR Super Saiyan Vegeta. Dann habt ihr einen LR Super Saiyan Vegeta auf SA 10, 4 Dupes open. Wenn ihr dann diesen, also von SA 10 auf 20, könnt ihr mit Grand Kai, Sleeping Kai, Elder Kai's bringen, aber wenn ihr ihn komplett Free-to-Play auf SA20 bringen wollt, dann müsst ihr das Ganze nochmal machen, dann müsst ihr euch 10 weitere holen, nochmal 10 Medaillen und dann nochmal die 770 Medaillen, um ihn komplett Free-to-Play auf SA20 zu bringen. Ob ihr das machen wollt, ist euch selbst überlassen. Ich werde das nicht machen, ich werde da die Elder Kai reinpumpen. das ist schon eine harte Arbeit, sag ich mal. Aber all diejenigen, die das machen, Props an euch auf jeden Fall. Und genau, soviel zu dem Boy. Ja, soviel zu dem Boy, unseren Vegeta. Und natürlich sehr, sehr wichtig, man kann nur Charaktere nutzen, die aus einer Stage gedroppt sind, also Free-to-Play-Charaktere. Da geht immer her, wenn ihr zum Beispiel die Ginyu Force Team habt, nutzt das Ginyu Force Team, seid auf jeden Fall gut gedeckt. Wenn ihr euch ein Free-to-Play-Physisch-Team bauen könnt, seid ihr im Typenvorteil, könnt ihr auf jeden Fall auch bewältigen, sag ich mal. Genau, außerhalb davon, was hat der Boy drauf? Das habe ich, wie gesagt, im Video uns genau angesehen. Könnt ihr euch gerne abchecken, aber vorne ist Awaked, ist jetzt zum einen ein Pure Saiyan Leader, gibt der Pure Saiyan Kategorie Keep Plus 3 auf Angriff, also auf HP Attack und der 77%. Er hat
bekommt auf sein Angriff 15.000 und auf die Verteidigung 20.000, bekommt dann zusätzlich weitere 15.000 und hat die Chance, 2 Additional Attacks zu machen. Diese 2 Additional Attacks können aber keine Super Attacks sein, es sind einfach nur Additional Attacks, nachdem er für 4 Runden angegriffen wurde. Also, um es klarzustellen, war vielleicht ein bisschen verwirrend. Diesen 15.000 Angriffsboost und 20.000 Verteidigungsboost hat er immer fix. Nachdem er dann angegriffen wurde für 4 Runden, bekommt er zusätzlich 15.000 auf den Angriff und startet 2 Additional Attacks. Unser Boy. Genau, mit der ersten Super Attack macht er Colossal Damage und mit der zweiten macht er, erhöht seinen Angriff greatly und macht mega Colossal Damage. Dann zum Abschluss, Freunde, gucken wir uns noch die Special Missions an, die hinzukamen. Login Boni könnt ihr euch gerne abchecken, gibt mehr oder weniger Daily 1 Stone. Und zwar, und die Keys natürlich dann auch, wenn es zum App Update kommt. Special Missions Daily, was müsst ihr machen? 20 Stamina konsumieren, 20 Stamina verbrauchen, bekommt ihr die Friend Points. Einmal Turtle School trainieren, also Turtle Schools Event einmal machen, bekommt ihr die Z-Swords. Dann Herkus War Tournament Stage einmal machen, bekommt ihr Goldstatue. Und 3 Stages clearen Daily, bekommt ihr 1 Stone. Am Wochenende dann quasi Samstag bei uns, wenn ihr ein Dokument macht, bekommt ihr die Shin-Medaille. Am Sonntag bekommt ihr dann eine Elder-Kai-Medaille, wenn ihr Dokument macht. Und richtig, hier steht Part 1 dran. Part 2 sollte folgen. Laut Kowai war das, glaube ich, am 13. Da werden wir einfach die Woche auf jeden Fall schlauer. Part 1 Mission. Rekrutiert einen Charakter, also holt euch einen Charakter. 1, 2, dann bekommt ihr die Mission, der oben stehen macht. Trainiert bis zu 5-mal, bekommt ihr die ganzen Sachen, die hier stehen. Tut Charaktere bis zu 3-mal. Zero-Waken Charaktere bis zu 5-mal. Dokken-Waken bekommt die ganzen Sachen, die hier gelistet sind. Verbraucht bis zu 1000 Stamina, gibt es die ganzen Sachen, die gelistet sind. Cleared eine Stage unter gewissen Bedingungen, speziellen Bedingungen, bis zu 3-mal. Was sind diese speziellen Bedingungen? Also ihr müsst diese Stage schaffen mit mindestens 2 Peppy Gods Charakteren im Team. Und wenn ihr alles geschafft habt aus Part 1, dann bekommt ihr die 6 Stones, beziehungsweise Complete 15, wenn ihr 15 aus diesen Events Mission geschafft habt, bekommt ihr 6 Stones, Freunde. So viel zu den ganzen Informationen und Details, war vielleicht ein wenig so bla, verwirrend, beziehungsweise was heißt verwirrend, aber ich habe mich, glaube ich, ein wenig schwer getan. Tut mir leid, ist halt legit früh am Morgen. Ich hoffe, das Ganze euch trotzdem gefallen, ich hoffe, ich konnte euch näher bringen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde, peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.